Hi und willkommen zum neuen Video. Heute alles ein bisschen anders da, denn Max von der Gartenkanal, verlinke ich euch das Video, hat zu einer 15-Minuten-Challenge aufgerufen, in der man gewissermaßen seine Gartenarbeit in 15 Minuten macht. Und ich nehme die Herausforderung hiermit sozusagen an. Wir haben heute hier knackige 33, 34 Grad, ist also bullenheiß normalerweise. Wenn die Sonne so knallt, sollte man lieber erst ein bisschen später rausgehen, nicht in der vollen Sonne, aber ich habe so wenig Zeit, deswegen muss ich jetzt halt dran. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, Kleinigkeiten, die ich jetzt machen werde in der Challenge sozusagen. Ich sehe es eigentlich weniger als Challenge, ich sehe es als Projekt, was sehr interessant ist, weil gerade für mich als neuer YouTuber, der noch nicht so viele Videos hat, andere kennen es vielleicht auch, die Videos machen, man nimmt sich vom Video dann immer so wahnsinnig viel vor, was man alles machen kann, und dann packe ich dies noch rein und dann packe ich jenes noch rein und dann macht man das Video und dann merkt man, wow, Mist, jetzt habe ich gerade eine Sache davon gemacht und der Tag ist schon um. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr da draußen ein Video seht, was, sagen wir mal, 30 Minuten lang ist, dann könnt ihr damit rechnen, dass die Arbeit, die dahinter steckt, also das, was man im Garten tatsächlich gemacht hat, nicht nur 30 Minuten war, sondern locker mal ein halber Tag, wenn nicht sogar ein ganzer Tag. Also das täuscht ein bisschen. Insofern finde ich das von Max eine richtig coole Idee, jetzt einfach mal sozusagen auf die Stoppuhr zu klicken und zu schauen, was kann ich eigentlich in 15 Minuten alles im Garten machen. Wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht als Wettbewerb, nach dem Motto husch husch, schnell schnell, wer kann am meisten in 15 Minuten machen. Ich glaube, darum ging es dem Max auch gar nicht, sondern es ging darum, einfach tatsächlich aufzuzeigen, was man in 15 Minuten tatsächlich macht. Und das ist, kann ich euch jetzt schon sagen, wirklich nicht viel. Die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, das sind auch alles nur Kleinigkeiten. Also so größere Projekte, 15 Minuten, völlig unrealistisch. Aber jetzt schauen wir mal. Und als allererstes machen wir auf jeden Fall jetzt mal das Schildkrötenfutter, weil die haben heute noch nichts zu essen gekriegt und das bringe ich denen jetzt gleich mal. Ach ja, und genau bevor ich es vergesse, ich werde natürlich so wenig wie möglich schneiden in dem Video, also die Gartenarbeiten an sich, also sprich, wenn die Uhr läuft und ich mache die Arbeiten hier, werde ich gar nicht schneiden, das lasse ich so laufen, wie es ist, aber wenn ich euch voll quatsch oder irgendwas erkläre oder wie auch immer, das schneide ich dann natürlich, weil das kann man ja sauber machen, aber der Rest soll tatsächlich so sein, die reine Arbeit wird gezählt und da drücken wir auf die Uhr. Also, legen wir mal los mit den Schildkröten. Also, legen wir los. Das ist so eine eingeweichte Heukräutermischung, die war getrocknet. Gerade ein bisschen Wasser ran, dann essen die Schildkröten das lieber. Ein paar Malvenblüten, getrocknete, sind noch drin. Und das bekommen die jetzt. Normalerweise bekommen sie frische Kräuter. Aber die findet man bei dieser Hitze schlecht oder nur wenig. Und das ist für die Verdauung auch wirklich sehr gut, diese Kräuter-Heu-Mischung. So, drei Portionen. Dann bringen wir das jetzt mal hin. Das gehört ja auch zur Zeit. So, jetzt gar nicht so einfach mit nur einer Hand. Also machen wir erstmal zwei Portionen. Kommt jetzt einmal die Mädelsgruppe, die Jungsgruppe und ja, die Babys, obwohl es eigentlich keine Babys mehr sind. Aber die jüngeren Schildkröten bekommen auch eine extra Portion. So, schaut mal. Da ist der Theo. Der kriegt schon mal eine Portion. Matteo. Einmal. Frisst lieber Gras. Die Kleinen bekommen eine Portion. Opa. Ja, sorry, dass ich euch jetzt so unkoordiniert durch die Gegend schwinge. Aber ungeschnitten ist es dann eben so. Hallo, der Bob. Ja, guck mal, Theo macht sich doch ans Werk. Also weiter geht's. Mehr arbeiten, weniger quatschen. Die letzte Portion für die Damenwelt.
So, die kommen dann auch später. Und zurück. Um die Mittagszeit, wenn es so heiß ist, essen die nicht so. Die essen eher vormittags und dann, wenn es wieder abkühlt, gegen Abend. Aber die Jungs, wie ihr seht, die legen gleich los. So. Schildkrötenfütterung erledigt. Drücken wir mal auf die Stopptaste hier. Zack, Stopp. Was machen wir als nächstes? Als nächstes rühren wir jetzt einfach mal die Brennnessel hier rum. Bis gleich. Ich will euch nicht frustrieren, aber alleine das eben mit den Schildkröten hat schon 3 Minuten ausgemacht. Wahnsinn, denkt man nicht. Also, legen wir los, weiter geht's. Ja, umrühren. Puh, welch lieblicher Duft. Und fertig. Boah, boah. Puh. Ich bin echt nicht empfindlich, aber das stinkt echt heftig. Trotz, dass ich Urgesteinsmehl rein habe und jeden Tag umgerührt habe. Echt ein boah, lieblicher Geruch. Wir gehen mal hier weg. So, während ich mich von den lieblichen Düften der Jaure kurz erhole, ganz kurz wollte ich hier euch noch was zeigen. Moment. Und zwar sind das meine Regenfässer. Ich habe das extra nicht komplett verkleidet, weil ich euch da noch was zeigen möchte. Ich wollte euch das ein bisschen erklären. Da mache ich aber ein extra Video dazu. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, wie ich das hier alles aufgebaut habe. Mit Pumpe, Anschlüssen und so weiter und so fort. Und Verkleidung kommt ein extra Video zu. Also, womit machen wir weiter? Ich schaue mal auf meinen schlauen Zettel. Tomaten, Königsblüte habe ich hier stehen. Ich habe bei der einen oder anderen Tomate Königsblüten entdeckt. Und manche sagen, kann man stehen lassen, manche sagen, nimm sie raus. Ich mache es jetzt einfach mal bei den Pflanzen, wo ich sie sehe, raus, weil die Erklärung ist für mich schon logisch, warum man sie rausmacht. Aber ich denke mal auch, wenn man sie dran lässt, ist es jetzt wahrscheinlich auch kein Riesending. Also gehen wir mal hin. Ich nehme die Stoppuhr mit und mache mal die Königsblüten raus. Fast wäre ich auf die Fresse geflogen. Tja, schneiden wir mal nicht raus. Können wir ruhig sehen. So, drücken wir hier schon mal auf Fortsetzen. Uhr läuft. So, wo war das denn? An welcher Pflanze? Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Hier. Warte mal. Ich denke mal, die könnt ihr hier sehen. Na? Die kann man ganz einfach abknipsen. Seht ihr ja. Ich hoffe, er stellt scharf. Ist deutlich größer als die anderen. Ja, und da sagt man eben, die soll man wegmachen. Also, die haben wir weggemacht. Gucken wir mal, ob hier noch eine ist. Hier ist keine mehr. Hier haben wir noch eine Tomate stehen. Da sehe ich jetzt auf den ersten Blick auch keine. Hier auch nicht. Wie gesagt, ich messe dem jetzt nicht so eine große Bedeutung bei. Deswegen prüfe ich das jetzt nur ganz grob. Ob mir irgendwo so ein dicker Knubbel... Ah, guck mal hier. Da haben wir noch einen. Zack, weg. Ja, ich achte eben nur grob jetzt, ob da irgendwo diese Blüten sind. Dann machen wir sie weg. Hier haben wir tatsächlich auch noch eine. Zack, weg. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Ob das Sinn macht, die zu entfernen, ob es völliger Blödsinn ist. Ich weiß es nicht.
So. Erledigt. Schnell auf die Stoppuhr drücken. Und stopp. So, 5 Minuten 31 haben wir jetzt rum. Als nächstes habe ich ein, zwei Pflanzen hier im Garten gesehen, wo ich nicht weiß, was es ist. Da checke ich jetzt mal mit einer App, die ich mir runtergeladen habe, was es für eine Pflanze ist, weil generell darf bei mir im Garten wild alles wachsen, auch Unkräuter. Nur, da ich Schildkröten habe, achte ich darauf, dass es eben nicht extrem giftige Pflanzen sind. Die kommen dann bei mir weg und deswegen checke ich das alles. Da nehme ich euch jetzt mal mit. So. Einmal den Counter. Und die App heißt, Moment, muss mal schauen. Genau. Plant App heißt die. Und das hier ist die Pflanze. Vielleicht weiß es ja jemand von euch direkt, was es ist. Ich weiß es nicht. So, und zwar ist es total easy. Man macht einfach ein Foto. So. Boah, in zwei Displays zu gucken ist gar nicht so einfach. Also, man macht ein Foto. Dann geht man einfach auf OK. Das dauert ein kleines Momentchen. Dann wählt man aus, ob Blatt, Blüte oder irgendwas. Ich nehme hier Blatt, weil es mehr Blattwerk ist als Blüte, die man sieht. So, und was kriegen wir angezeigt? Wolfsmilch sehe ich da, kreuzblättrige Wolfsmilch. Das muss ich nicht lange überlegen, kommt sofort weg, weil Wolfsmilchgewächse für Schildkröten sehr giftig sind. Also die Pflanze muss leider weg. So, die lässt sich gut entfernen. Ja, so sieht sie ganz nett aus. Aber wie gesagt, was giftig ist, also stark giftig ist, darf hier nicht bleiben. So, dann habe ich hier noch eine andere gesehen. Die checken wir jetzt auch noch kurz. Und zwar ist das hier in meiner Werkzeughütte. Das hier, dieses blühende, lila blühende. Also selbes Prinzip, einmal zurück. Na, das blendet jetzt wahrscheinlich. Filme ich euch ein bisschen von weiter weg. So, Foto machen. Dann okay. Dauert wieder einen kleinen Moment. Hier wähle ich Blüte, weil man vorwiegend Blüte sieht. Gehen wir mal in den Schatten, dann seht ihr das auch wieder besser. So, da blendet es nicht. Und es ist eine Prunella. Die ist nicht giftig, die habe ich sogar extra ausgewählt und ausgesät für Schildkröten. Also die darf bleiben. Ja, man vergisst mit der Zeit, was man alles ausgesät hat. Also, auch der Punkt ist abgehakt. Timer, wo ist der Timer? Uhr, Stopp. 8:21. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich so ein unglaublich hässliches, orangenes Handy habe, das ist mein Gartenhandy. Das ist ein altes Handy, was ich in der Schublade hatte. Das habe ich mir einfach mal in den Garten gelegt, in meine Schublade im Garten sozusagen, mit so einer Outdoor-Hülle, dass es nicht kaputt geht. Und damit habe ich auch kein Netz, also nur WLAN, aber es ist echt praktisch im Garten. Wenn du mal was merkst, du brauchst was für den Garten, musst nur was bestellen oder du willst mal was nachgucken oder wie auch immer oder fotografieren, kann man es immer direkt machen. Ansonsten muss man immer entweder dran denken oder sich einen Zettel schreiben. Also ich finde es super praktisch, so ein ausrangiertes Handy im Garten irgendwo unterzubringen, um es da zu nutzen. So, es wird ein bisschen lauter. Wir mähen den Rasen. Los geht's. Uhr läuft. Zack.
kurz die Kamera umstellen. Stopp! Rasen wäre auch gemäht. Das haben wir schon über 12 Minuten. Seht ihr mal, das sind alles nur Kleinigkeiten und die verbrauchen so viel Zeit. Deswegen, in 15 Minuten kann man niemals irgendein größeres Projekt zeigen oder so. Das sind wirklich Kleinigkeiten, die man dann da macht. Könnt ihr wie sehen? So, von dem Rasenschnitt jetzt nehmen wir zum Mulchen. Ich habe hier nämlich noch ein paar Töpfe, die ich noch nicht gemulcht habe, die Oberfläche. Und dann nehmen wir den Rasenschnitt. Bei frischem Rasenschnitt muss man ein bisschen aufpassen, nur eine dünne Schicht mulchen, weil wenn ihr es zu dick macht, fängt es an zu gären und das ist nicht so gut. Also entweder ihr lasst ihn abtrocknen, wenn ihr dickere Schichten mulchen wollt, oder ihr macht eben mit frischem Schnitt nur ganz dünne. Also Stoppuhr und los geht's. So, zur nächsten Pflanze. Zack. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, aber das Mulchen sorgt eben dafür, dass die Erde länger feucht bleibt, die Mikroorganismen in der Erde natürlich aktiver bleiben, weil die Erde nicht so heiß wird oben und austrocknet. Nächster Topf. Und wenn ihr mit Grünschnitt mulcht, ist es natürlich später auch eine Düngung, Stickstoff. So, hier hatten wir noch einen Topf.
da. Hier hinten Maggi-Kraut mulchen wir auch. Obwohl, nee, das topfe ich noch um, das mulchen wir jetzt nicht. Aber die Pimpernel kann man auf jeden Fall mulchen. Die trocknen nämlich auch gerne schnell aus. Und hat gern viel Wasser. So. Haben wir jetzt alle? Ich glaube, wir haben alle. Ja, dann mulchen wir noch die Melone da vorne. Die habe ich jetzt gerade. Ah, hier. Hier haben wir noch ein paar Kräuter, die können wir noch mulchen. Gerade der Dill. Der ist sowieso so empfindlich, wenn er nicht das kriegt, was er will. So. Und dann, wie gesagt, hier die Sugar Baby Melone noch. Ich fange jetzt nicht schon wieder an zu singen. Keine Angst. So. Kein Rasenschnitt mehr da. Gucken wir mal auf die Uhr. Tada. Ich weiß nicht, ob ihr es schon seht, aber als ob wir es geplant hätten. Die 15 Minuten sind rum. Stopp. So, das war's. Wie gesagt, die 15 Minuten sind rum. War sicherlich ein bisschen ein anderes Video. Nicht vollgepackt mit Informationen und vielleicht auch nicht so super interessant, aber wie gesagt, in 15 Minuten kann man keine großen Projekte machen. Da sind eben nur solche kleinen Arbeiten, die man nebenbei immer macht, zusätzlich auch noch. So schnell gehen dann 15 Minuten rum. Aber Herausforderungen hatte ich angenommen, ich habe sie erfüllt. Max, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht machen wir auch noch mehr mit. Und vielleicht schaffen andere doch tatsächlich mehr in 15 Minuten zu machen. Für mich war das das Maximum, gerade auch bei den Temperaturen. Wir haben inzwischen, ich glaube 35 Grad waren es vorhin. Es ist echt bullenheiß, aber ich mache jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter. Aber das kommt in ein anderes Video. Also, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Gerne freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, dass ihr zukünftig meine neuen Videos nicht verpasst und die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao, euer Jonas.